Hallo und willkommen zu Monstrum. Mein Name ist Felix und ich spiele als Gefangener. Beziehungsweise, nee, als Gefangener. Und ja, mal sehen, wie wir uns schlagen werden. So, wir müssen erstmal hier diese ganzen Dinge aktivieren, um letztendlich das Ding hier zu öffnen. Müssen wir noch hier, glaube ich, eins. Ach, verdammt. Das aktivieren. Und das aktivieren. Und jetzt müssten wir es doch eigentlich öffnen können, oder? Ah, nee, jetzt können wir erst den Hebel in der Mitte betätigen. Hebel in der Mitte betätigen und jetzt können wir es öffnen. Perfekt. Erstes Ding aktiviert. Leider weiß das Monster direkt, wo wir sind, aber naja, machst du nichts, ne? War jetzt nicht so günstig von mir. Okay, hier bräuchten wir so ein Schweißgerät. Das markiere ich direkt. Und suche vielleicht auch direkt schon mal was. Okay, hier haben wir einen Bolzenschneider. Okay, wir spielen anscheinend gegen den Brute. So wie der brüllt. Zack. Aktivieren. Wo ist das Vieh dort ganz hinten? Okay, ich hau hier ab. Falsche Richtung. Abhauen. Und weg, und weg, und weg. Einfach verstecken, schnell. Das Monster sieht mich nicht. Ich bin einfach versteckt. Leben noch alle? Oh, ist dort oben, okay. Das heißt doch eigentlich, dass ich jetzt hier unten meine Ruhe habe, oder? Okay, von da kommt noch ein Kabel. Ah ja, hier, okay. Hier ist so eine Bodenplatte weg. Beziehungsweise nicht ganz richtig. Das ist ein Indikator, dass darunter so ein Ding versteckt ist. Hat er mich gefunden? Hat er mich gefunden? Sieht momentan nicht so aus. Okay, okay. Ich glaube, jetzt hat er mich mindestens mal gesehen. Weg. Zack, die gebe ich mir direkt und hau hier ab. Lauf, 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 lauf. Ich habe keine Lust, dass mich das Vieh hier schnappt. Oh, da wäre ich beinahe runter. Okay. Wir gehen hier hinten in die Krankenstation. Durch die Adrenalinspritze auch ein bisschen schneller. Was müssen wir hier machen? Sicherung brauchen wir, okay. War hier noch eine Sicherung? Nein. Okay, Mist, ich hätte es markieren sollen. Das räume ich zur Seite. Eins. Oh, ich dachte gerade, die Kamera wäre das Licht vom roten Monster. Okay, das hätten wir. Ich laufe nur ganz kurz hin und markiere das mal fürs Team. Ich verstecke mich, versteck mich. Durch diese ganzen aktiven Kameras weiß das Monster natürlich, okay, da geht's gerade ab. Da muss es hin. Okay. So, wir können erstmal schauen, ist die 203, oder? Ja, zack und durch. Okay, ich... Oh, nein, 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 nein! Man kann nur von drinnen raus, aber nicht von draußen rein. Wie bitter. Ach, verdammt. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Verfolgt's mich? Ich gönn mir nochmal Adrenalin. Oh, 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 und durch, und durch, und durch. Und aktiviert. Und raus hier. Und abhauen. Und ab in den Schrank. Erstmal beruhigen. Oh. Boah, beinahe hätte es uns da erwischt. Okay, dort ganz hinten wird gerade jemand gekillt. Schade, aber naja, machst du nichts, ne? Klebeband, das nehmen wir nochmal mit. Den Feuerlöcher, gut, wir brauchen keine zwei Feuerlöcher. Ein Hammer. Wir brauchen eigentlich nochmal so ein Schweißgerät. Da bräuchten wir nochmal eine Sicherung. Wo ist eine Sicherung? Ist hier direkt vielleicht eine? Verdammt, das ist nicht gut, das ist nicht gut! Hau ab, hau ab, hau bloß hier ab. Okay, ich versuche nach unten zu gehen. Das Monster hat gerade alles zerbrüllt. Oh, wo ist hier ein Schrank? Ist hier ein Schrank? Oh, nur im Schrank fühle ich mich wohl. Ui.
Eieiei, das Monster klebt uns ganz schön die ganze Zeit am Hintern. Wie viel Leben noch? Die erste Person ist schon komplett tot. Okay, uns hat es zum Glück noch gar nicht erwischt. So, jetzt haben wir aber immerhin unsere Sicherung. Das Monster ist hier immer noch, ne? Ah, das ist so nah dort. Ich bleib mal versteckt. Wie sieht's mit dem Team aus? Dort ganz hinten ist eine Person. Wahrscheinlich die, die gerade neu gespawnt ist. Wo die andere ist, keine Ahnung. Das Monster hat gerade gebrüllt. Das Brüllen habe ich abgewartet. Okay, da liegt jemand. Okay, hier hinten das Ding. Monster, hau bitte ab. Okay, wir aktivieren es, wir aktivieren es. Los, setz es ein. Und aktivier es. Und raus hier. Und einfach weg. Über alle Berge. Über alle Berge. Wir haben es noch geschafft, das einzusetzen. Fehlt nur noch eins, was wir einsetzen müssten. Okay, ich folge erstmal hier den grünen Schläuchen. Im Gebiet war das Monster ja eigentlich jetzt zum Schluss gar nicht mehr. Mist. Ich war zu langsam. Ich war zu lange in der Kamera drin. Okay, Zahlencode. Wo ist der Zahlencode? Das Monster ist aber auch in der Nähe. Einfach weg. Hier oben muss es auch noch irgendwas geben. Was von dem Raum hier kommt? Was ist es hier? Ah, dort hinten Sicherungskarte. Okay, die nehme ich mir. Danke. Dann aktiviere ich sie da und öffne das Ding. Okay, und weiter. Und weg. Und weg. Und laufen. Und laufen. So, okay. Die Karte können wir weghauen. So, wie komme ich jetzt am besten zum Kraftwerk? Ja, hier über die Krankenstation. Das Monster folgt mir. Das ist halt ziemlich bitter. Wie viele Leute leben noch? Okay, zwei andere leben noch. Gut. Also sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt weiß natürlich das Monster, wo wir sind, weil es gerade gebrüllt hat. Das ist halt eine der Kräfte des Golems. Beziehungsweise des Boot heißt es, ja. Müssen wir übersetzen, was Boot zu Deutsch heißt. Warte mal, wo ist was zum Aktivieren? Wie kann ich das Ding hier aktivieren? Ich habe keine Ahnung. Okay, gut, was haben wir hier oben? 5, 4, 3, 1, 2. 5, 4, 3, 1, 2. Erstes Ding läuft. Oh, Mist, das war nicht schlau. Okay, Monster brüllt wieder. Brüll nur rum, Monster. Wir versuchen hier trotzdem alles zu aktivieren. Und solange das Monster mit anderen Leuten beschäftigt ist, bin ich hier voll zufrieden. Ah, okay, also doch hier Sicherungen, ja, fixen meine ich. Wo ist das Monster? Oben, unten? Oben. Mist, nicht gut. Folgt mir das Monster? Ja, es folgt mir. Okay, okay, okay. Wie machen wir das am besten? Wir sprühen hier direkt und gehen nach oben. Es folgt mir nach oben. Mist. Oh, komm schon, komm schon. Ja, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Lass mich doch, lass mich doch, lass mich doch. Okay, und wir sind wieder hier. Ich glaube, so gut hat das Monster vielleicht gerade nicht die Sprünge hinbekommen. Lass mich doch bitte fixen. Nein! Ach, Mann. Ich habe auch nur noch 27 Leben. Das heißt, nochmal so einen Sturz überlebe ich nicht. Okay, Monster hat wieder alles zerbrüllt. Na los, dort, noch das letzte. Komm schon, komm schon, komm schon. Zieh, zieh, zieh. Okay, nächste. Ah, ist es da schon? Ja, da ist es auch schon. Okay, okay, okay. Schnell, 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 schnell. Ab nach oben, Türen zu. Wir gehen einfach weiter, unser Team, es leben noch zwei andere, okay. So, der Fahrer stellt mir da gerade echt den Hinter... Ah, verdammte Axt! Verdammte, wieso ist der da schon?
Oh, ich versuche auf den. Ich laufe auf den Rohren. Lauf. Das Monster, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Vielleicht ist das Monster runtergefallen. Und kommt jetzt nicht so gut hoch. Okay, okay. Ich gehe einfach ganz nach oben. Einfach ganz nach oben. Und versuche hier schnell alles zu aktivieren. Was müssen wir hier machen? Irgendeinen Kran fixen. Okay. Ich habe das Klebeband. Zack. Klebeband dran. Zack. Und jetzt muss ich hier gedrückt halten? Ja, okay. Um den Kran dort zu bewegen, dass der Kran weg ist vom Helipad. Dass man dann auch mit dem Helikopter entkommen kann. So, das ist zum Glück gleich geschafft. Okay, das ist beiseite. Okay, was müssen wir hier machen? Hammer. Hammer, na los, komm. 1, 2, 3. Und wir gehen hier unten lang. Was muss ich hier machen? Nochmal Hammer, okay. 1. Die Sache ist, ich habe halt wirklich wenig Leben. Ich glaube, so ein Sturz nach unten will ich eigentlich nicht unbedingt machen. Ach komm schon, lass mich. Die Sache ist aber, so ein Sturz nach unten ist jetzt der schnellste Weg. Na komm, was soll... Ah! Was machst du auch gerade hinter mir? Okay, wir machen hier einfach schnell weiter. Es klingt so, als wäre es mir direkt am Hintern. Ich muss das so schnell machen wie möglich. Vielleicht ist es auch direkt hinter mir, ich habe keine Ahnung. Ach, es ist hier drinnen und das rote Licht scheint durch. Das durch, okay. Gut, dann fixe ich einfach weiter. Ich mache einfach in Ruhe weiter. So, zack, Sicherheitsschloss durchtrennt. Dort ganz hinten. Oh, zum Glück hat es mich gerade nicht gesehen. Sonst wäre ich tot. Das ist 2, na komm schon, mach's ganz. Wunderbar. Und schnell hoch. Okay, okay, wir müssen noch eine Sache machen. Dafür gehen wir nach unten. Wir müssen nämlich jetzt noch einmal so fixen, ne? Mit dem Schweißgerät. Ist hier drinne irgend... Ja, genau das habe ich gewollt. Los, komm schon, komm schon, komm schon. Zieh. Ich stehe direkt auf dem Helipad und bin auch direkt im... Komm, lass mich bitte hinkommen, Oh, das Ding muss erstmal laden, bis das Helipad da ist. Und da war das Monster direkt. Okay, hier sind die anderen beiden. Die müssen natürlich jetzt versuchen, schnell hoch zum Helikopter zu kommen. Sie haben noch 45 Sekunden. Ich schaue mal der anderen Person zu. Okay, die läuft außen rum. Und der hier versucht es irgendwie über den Fahrstuhl zu schaffen. Beide versuchen es irgendwie über den Fahrstuhl zu schaffen. Leute, ihr habt nicht viel Zeit, ne? Ihr könnt nicht weiter nach oben. Habt ihr gerade wieder nach unten gedrückt? Ne, ihr könnt noch weiter nach oben. Ah! Oh, da hab ich mich nicht gesehen! Eieiei. Oh, okay. Dich hat er, denke ich, gesehen. Er ist tot. Schauen wir dem anderen zu. Der rennt jetzt direkt zum Helipad. Helikopter ist allerdings oben. Wie kommt er nach oben? Am besten, so kommt er nicht nach oben. Okay. Und er wurde auch noch geschnappt. Also wollen wir... sind wir als Einziger entkommen. Eieiei. Boah, war aber richtig spannend, ne? Puh. Das Monster war uns auch die ganze Zeit gut auf den Fersen, ne? Ja gut, ich hoffe, euch hat die Runde auch gefallen. Ich fand's richtig spannend, ne? Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.